La Strada Regent 4x4 auf Mercedes-Benz-Basis. Ja, hier steht er und wir sind in Bern auf dem Swiss Caravan Salon und werden uns heute mal dieses Auto mal komplett anschauen. Ja, er macht wirklich eine große Figur mit dem, ich sag mal, Serienfahrwerk, wie es kommt, was schon höher gelegt ist, aber auch diese All-Terrain-Lifen von BF Goodrich. Ja, das ist schon eine ordentliche Erscheinung, die hier da ist. Ja, man sieht immer mehr Modelle auf Mercedes-Benz-Basis, gerade hier in der Schweiz. Ein sehr, sehr beliebtes Fahrzeug hier von Lexa Wohnmobile. Und ja, auch hier habe ich an der Seite die Ausbuchtung mit drin, die wir mal ganz kurz sehen. Hier an der Seite mit drin, damit ich wahrscheinlich im Querbett, das werden wir gleich mal sehen, etwas mehr Platz habe, habe ich hier diese Ausbuchtung mit dabei. Und was dem Fahrzeug wirklich gut steht, ist natürlich dieses Reserverad hier von BF Goodrich auf der Heckpartie. Auch das werden wir uns mal anschauen. Eine Dieselheizung, eine Truma 6D ist mit eingebaut. Da ist sie, damit man möglichst wenig Gas hat. Eine Soganlage ist mit drin. Und auch hier hinten diese dominante Darstellung des Reifens BF Goodrich mit weißer Schrift. Ja, hier ist die Soganlage mit drin. Die Wasserbefüllung. Ich bin am besten mal rein. Ich zeige Ihnen gleich mal die technischen Daten von dem Fahrzeug. La Strada mit Dachmarkise und allem drum und dran. Ja, das hier sind die Daten. La Strada Regent S 4x4. Und das Gewicht des Grundfahrzeuges 2987 Kilogramm, im fahrbereiten Zustand 3175 Kilogramm, Frischabwassertank 70 und 100 Liter, die Bettmaße auch 1,98 Meter mal 1,44 Meter. Marlene, du bist relativ hoch, ich zeig das mal gerade, wenn du mal ganz kurz einen Schritt mal runterkommst, dass man das mal sieht, hier ist noch eine Treppenstufe mit drin, die ist jetzt hier ersetzt worden in der Messe natürlich durch eine Stufe mit drin, aber das Fahrzeug hat eine unglaubliche Höhe über dem Grund, das heißt, ich habe eine tolle Bodenfreiheit hier. Ja, auf jeden Fall, und wie du siehst, da ist auch nochmal eine Stufe, die hier herauskommt. Also die rausgefahren wird. Genau, die rausgefahren wird fürs leichtere Einsteigen. Ja, ist wie Weihnachten, wenn du unten mal öffnest. Ja, mal schauen, ob ich das hinkriege. Du kriegst das hin. Oh, warte, jetzt. Da ist es. So, da kann ich ein bisschen was einladen, ein kleines Staufach mit drin, oben drüber. Was so direkt ist, da haben wir auch noch mal ein kleines Staufach für unten drunter. Das ist mit drin. Ich habe hier vorne habe ich die Verlängerung von der Küche mit drin. Wenn du die mal hoch, von unten nach oben einfach ziehst. Das meinst du? Ja, genau. Da kann man die Platte verlängern. Ja. So, und das ist relativ einfach, wie du siehst. Da ist jetzt hier so ein Metallteil. Wenn du das, die rechte Seite nach oben drückst, dann geht es auch wieder runter. Und ansonsten hältst du es. Genau, die rechte Seite von dem Teil, siehst du? Und die kann man so nach oben drücken, einmal hochheben. So, und jetzt nach oben drücken. Ach, das meinst du? Genau, und dann geht es wieder runter. Okay, das habe ich noch nicht gesehen, das System. Da ist die Stufe, wenn die Sicherung drin ist. Du kannst die Stufe mal ausfahren, da ist ein kleiner Schalter, siehst du den? Ja, meinst du, das geht? Ja, könnte gehen. Genau, wenn du den festhältst. So, und da kommt die Stufe raus. Ja, du kannst mal einsteigen. Schauen wir mal. Denn ja, 134.210 Schweizer Franken kostet das Fahrzeug. Denn wir drehen in Bern. Und hier, ja, da sieht man auch schon ein bisschen, die Fahrersitze sind schon mal aufgewertet. La Strada ist schon mal eingestickt. Wie gefällt dir das Fahrzeug? Ja, es ist sehr kompakt. Sehr schlicht. Das Design ist auch modern. Ja, es gibt auch gleich eine kleine Überraschung, denn ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber das werden wir gleich erfahren. Hier vorne hast du die Möglichkeit, nämlich zwei entsprechende Verschlüsse zu öffnen und hier was runterzulassen. Das können wir gleich mal machen. Was das auf sich hat, das werden wir gleich mal erfahren. Meinst du, da ist ein kleines Bett? Nee, oder? Das werden wir gleich mal sehen, was dahinter ist. Ja, vorne automotiver Charakter. Ich habe also ein riesengroßes Display mit drin. Er fährt sich wie ein großer SUV, habe ich gesagt. Der hat eine Sperre drin, eine Differentialsperre mit drin, Multifunktionslenkrad mit dabei und er ist extrem leise. Das heißt, sie haben wirklich in die Geräuschdämmung unglaublich viel investiert. So gar nicht so Kastenwagen-like. Dann habe ich hier natürlich einen Komfortsitz mit drin.
mit ganz vielen Einstellmöglichkeiten. Hier habe ich nochmal eine Armauflage mit dabei und hier ganz viele Knöpfchen, wo ich noch Sachen einstellen kann, wie Lordosenstütze und so weiter. Sitze kann ich drehen, hier ist ein kleiner Tisch mit drin. Ja, und hier hast du auch nochmal zwei Mitfahrsitze, oder wie sagt man dazu? Sitzplätze, Gurtsitzplätze. Genau. Gurtsitzplätze, das meinte ich damit. Genau. In der Seite reinkommen. Also, ja, von der Größe her würde ich sagen, größere bis Teenager, denke ich mal, oder? Vom Breite her. 4x4 bedeutet, ich komme auch auf schlechten Wegen weiter. Hier habe ich einen Tisch mit dabei, den kann ich auch verstellen, den kann ich drehen, wie ich sehe. Und ich kann ihn schieben, nochmal von der Seite, dass ich das also hin und her schieben kann. Und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Das ist die Sitzgruppe. Hier oben die Möbel in schwarz. Ungewöhnlich, haben wir noch nicht gesehen auf der Messe. Nee, bisher noch nicht. Das ist, weiß nicht, ist das auch zeitlos? Schwarz weiß nicht. Mal sehen. Bitte mal öffnen, die Möbel. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich entweder drücken oder ziehen. Ja. Ziehen. So, eine recht große Tiefe. Darunter habe ich übrigens nochmal Staufächer, die so in Metall sind. Ja, da kannst du, denke ich mal, kleinere Sachen ablegen. Handy und Co. Kann auch laden direkt. USB-Anschluss hier. USB-Anschluss. Was weiß ich, habe ja mal ganz große Lust, das mal zu öffnen. Komm, wir machen das mal auf, was da drunter ist. Ich frage mich, ob das nicht einfach nur eine Abdeckung ist. Wenn es gleich mal erfahren. Ne, ist ein kleines Fach, was ich nutzen kann, dass ich hier was ablegen kann. Zum Schlafen ist es ein bisschen klein, man könnte jetzt ein kleines Kind reinlegen. Ne, aber schau mal, also es geht auch nicht tiefer, hier ist tatsächlich die Verkeilung. Ein Staufach. Staufach, was ich hochklappen kann, wenn ich zum Beispiel bequem einsteigen möchte. Ich würde hier wahrscheinlich einfach, damit es auch während der Fahrt nicht herausfällt, sowas wie Bettdecken wahrscheinlich hier reinlegen. Genau, wenn du es mal zumachst. Denke ich, oder? Ein kleines Detail. Noch jetzt ist es zu. So, vorne habe ich Staufächer, das Original Cockpit von Mercedes-Benz. Hier vorne habe ich noch Ablagen mit drin für Getränke und Co., die ich hier reinlegen kann. Und ja, kommen wir mal zur Küche. Die Küche hat den typischen Küchenblock an der Stelle, wo man es erwartet. Direkt am Eingang. Hier vorne habe ich eine kleine Mülltrennung. Ja, ein Fach mit Müll und noch mehr Stauraum. Besteckkasten und noch ein Stauraum. Wenn du den unten mal ganz ausziehst, mal komplett, das ist die Größe. Genau. Ist okay. Dann habe ich hier ein Kochfeld und eine Spüle. Wenn du das mal kurz aufmachst, bitte. Da mal kurz mal reinschauen. Lastrada bei Can. Das sieht schon edel aus, oder? Mit ja, dem sieht schick aus. Es ist nicht rund. Es ist alles anders gestaltet. Das gefällt mir auch nicht schlecht. Daneben ist die Spüle. Ja, warte. Neben den Spaghetti. Die Spaghetti mal weg, nicht, dass ich das zerstöre. Die Deko. So, wahrscheinlich eine kleine Gasflasche. Können wir uns gleich mal angucken. Großes Spülbecken. Ja, also Hersteller. Das habe ich auch schon entdeckt hinten im ja, hast du entdeckt? Im Kofferraum ist der Anschluss. Also zumindest die Halterung dafür habe ich gesehen. CAN ist der Hersteller. Hier vorne habe ich die Steuereinheit von der Truma 6D mit App-Steuerung mit dabei. Temperatursensor oben drüber. Hier unten die Hauptsteuereinheit, bei der ich Füllstände und so weiter ablesen kann. Hier ist noch ein kleines Fach, Lastrada. Ja, da würde ich, denke ich, die Gewürze reinstellen. Bietet sich an. Hier hast du noch Schalter für Licht. Ah, guck mal, hier ist auch nochmal ganz süß integriertes so Licht. Ambiente Licht. Ambiente Licht, ja. Und das ist das Licht über dir. Und hier auch nochmal Anschlüsse, USB-Anschlüsse und ganz einmal cool. Schweiz, einmal Euro, interessant. Ja, das ist echt interessant. Du kannst also zwischen zwei Bundesländern hin und her reisen, ohne die Stecker zu vergessen. Wobei das ja die Frage ist, was nimmt ein Schweizer mit? Wahrscheinlich den Schweizer Stecker. So sieht's aus. Ja, hier vorne hast du ein kleines Fach. Wenn du das mal gerade öffnest, da ist ein Vorhang dahinter. Siehst du's? Nein, das hier meinst du? Ja, genau. So, und damit kannst du... Ach nein, das doch. Ist, das ist cool gelöst. Kannst du komplett abtrennen.
und kannst den Schlafbereich abtrennen vom vorderen Bereich, wenn du mal deine Ruhe haben möchtest. Arretieren. So, und wenn du nicht mehr haben willst, kannst du einfach wegschieben. Ja, das geht auch ganz flott. Unten geschoben und weg ist es. So. Das Bad. Oh, hier was ganz Kleines. Hier haben wir Rollschränke. Da ist auch noch mal. Ist das süß. Ja, da kriegst du auf jeden Fall auch noch mal vielleicht die Kaffeetasse rein und ein paar Sachen. So, hier haben wir die Klimaanlage Dometic. Steht zumindest Inverter drauf. Ich nehme mal an, das ist. Kannst du gleich mal anschauen. Hier, könnte der Kühlschrank auch sein, die Steuerung. Ja. Nochmal aufmachen, bitte. Habe ich richtig schön viel Platz. Der Kühlschrank. Bin mal gespannt. Da ist er. Ein Kompressorkühlschrank mit drin. Mit kleinem Eisfach auch. Ja. Sie sichern, unten ist auch ein Schrank. Viel kann man ja nicht mitnehmen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich denke mal, wenn du jeden Tag eh einkaufen musst. Ah, guck mal hier. Könntest du tatsächlich noch mal was einhängen? Schau mal, warte. Einhängen? Sind da. Da ist ein kleiner. Genau, geh mal rein. Ja, da darf ich nicht. Doch, doch. Einfach rein. Und hier vorne sehen wir, da vorne ist ein Kleiderhaken mit drin, den kannst du einhängen. Da unten sind die Gasabsperrventile drin und das ist die Zwangsentwässerung, das blaue. Hier ist noch ein Fach. Da ist es drin, auch vom Möbelbau her schräg, wenn man da keinen Platz verliert. Ja, wir haben wirklich hier alles was benutzt. So, und der Boden auch grau und jetzt kommt die Nasszelle. Auch die hat einen Vorhang mit dabei, der ist jetzt nicht montiert. Hier kann ich im Messebetrieb, hier kann ich ihn komplett zuziehen und habe für einen Kastenwagen doch ein relativ großes Bad, was ich richtig zumachen kann. Spannend. Mit Magneten. Ja, wahrscheinlich erst die eine Tür, die andere, genau. So, jetzt ist es zu. Warte, ich zeig das mal gerade, wie es komplett aussieht. Da ist es. Auch die Tür kann ich komplett verriegeln, wenn ich das möchte. Mach mal auf nochmal. Da ist nämlich ein Schloss mit drauf. Ja, wenn du mal kurz drin bleibst, da sieht man es nämlich von der Größe her. Du bist 1,72 Meter. 1,72 Meter kann es gut stehen. Hast hier vorne eine drehbare Toilette mit drin. Genau. Dann hier oben hast du ein kleines Schränkchen. Ja, das wollte ich auch gerade erwähnen. Hier ist auch noch mal was. Kleiner Stauraum für Duschgel. Ein großer Spiegel, der leicht angeschrägt ist, dass du dich komplett sehen kannst von hinten. Ja, das ist echt gut gelöst. Das Waschbecken. Du hast recht. Ja, das finde ich auch toll. Ist das Edelstahl? Ja, ne, oder? Ja, ist so leicht geriffelt. Ja. Dann sieht man die Toucher nicht so direkt. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Das sieht auf jeden Fall sehr pflegeleicht aus. So, da ist ein 12-Volt-Lüfter mit drin von Fiamma. Das heißt, man kann auch aktiv abziehen. Dometic-Kassette mit drin. Dann ein kleines Fach. Ah, da unten ist der Toilettenpapierhalter und ein kleines Fach. Das heißt, guck mal, wieder ausziehbar. Die ist ausziehbar, dass ich die hier vorne einhängen kann und kann damit richtig duschen. Ja, viel Komfort auf kleinsten Platz, so ist es. Ein kleiner Lüfter. Kleiner Lüfter. Großes Fenster ist übrigens auch mit drin. Ich zeige ich mal gerade. Na, so groß ist nicht, aber ist ausreichend. Ja, wenn du mal kurz aufs Bett mal drauf gehst, ist es schwer da drauf zu kommen? Für mich jetzt nicht. Ist auch mit Kunststoff bedeckt, kann also nichts passieren. Aber schau mal, hier ist auch noch mal Stauraum überall. Wahnsinn, da ist noch Technik, das ist jetzt dein Part. Ja, das ist die iNet-Box. Das heißt, du kannst damit die Heizung steuern bei Truma über eine SIM-Karte. Ja, schön. Hinten hast du Schränke. Ja, komplett durchgehend. Also wirklich von. Großes Heki. Hier nochmal. Ja, das heißt, du kannst dann auch schön, wenn du hier liegst, nachts die Sterne beobachten, wenn du möchtest. Oder rausgucken hin. Ja, meine ich ja. So, wenn du es mal richtig hinlegst, kannst du ruhig mal reinlegen. Alles mit Kunststoff abgedeckt. 1,72 Meter. Du schläfst im Moment quer. Hier sieht man die Ausbuchtung übrigens, die jetzt hier mit drin ist. Übrigens wäre die Kopfseite die andere Seite, Marlene. Die Fußseite ist die kurze. Du kannst dich natürlich auch so hinlegen. Ja, dreh dich mal an.
dann kannst du theoretisch mit dem Kopf da in die Einbuchtung rein. Und wenn jetzt zwei schlafen, die Füße nehmen ja ein bisschen weniger Platz weg, dann können die sich hier lieb haben mit den Füßen. Aber beide haben am Kopf Platz. Man muss sich schon lieb haben hier, oder? Ja, das sollte man. Definitiv. Aber es ist Platz da, oder? Auf jeden Fall. Warte, ich zeig das mal gerade von außen, dass wir das Ganze mal sehen. Ich komme auf die andere Seite, dass ich mal zu dir komme, wenn du mal sitzen bleibst. So sieht es uns von der Seite aus, das Fahrzeug. Und ein 416 CDI ist drauf. Das ist die Türverkleidung, wie sie gemacht ist. Mit einem Seitsfenster mit drin. So sieht es von außen aus. Das ist komplett integriert, bündig. Und hier ist der große Wechselrichter von Dometic. Also was ich wirklich sehr nett finde in dem Fahrzeug hier, dass hier wirklich fast in jeder Ecke des Fahrzeugs USB-Anschlüsse sind. Ne? Also kannst auch nochmal hier dein Handy laden, da auflegen oder hier tatsächlich reinstecken, eine Handytasche, wenn du irgendwas am Lesen bist, noch reinstecken, abends vielleicht nochmal lesen. Integriertes Licht wieder. Hier ist schick gemacht. Fliegengitter oder abdunkeln. Ja, das ganze Auto hat Allrad, das heißt schlechte Wege ist kein Problem. USB hast du mit drin. Genau, wenn du mal kurz zu mir kommst, dann kannst du mir helfen, hier mal ein paar Sachen zu öffnen. Hier kann ich das Bett quasi bauen. Hier oben habe ich, mal kurz mal schauen, wie könnte das sein? Da habe ich nochmal Staufächer. Ja. Gasflasche war auf jeden Fall auf der linken Seite. Hier ist auch noch. Nee, das gehört nicht dazu, das liegt nur da drin. Also auch Stauraum. Ich frage mich gerade, ob das eine Funktion hat. Ja, ich glaube, damit kannst du wahrscheinlich das von innen einfach mal aufziehen. Ja, genau. Das kann man abbauen. Wenn du das abbaust, kannst du das Bett komplett ausbauen und kannst das Fahrzeug als Lieferwagen benutzen. Das heißt, du kannst dann auch Sachen durchladen hier vorne, wenn du da mal öffnest. Genau, das sind die erwähnten Anschlüsse und fürs Gas. Heizung für die Gasflasche. Trotzdem 2x11 Kilo. Das heißt also, trotz der Dieselheizung habe ich noch genug Gas an Bord und kann das dann, wenn man das möchte, ja, optimal beheizen. So, ich. Ah ja, hier ist, sag mal, Technik. Technik eingebaut, die Sicherung mit drin, auch 230 Volt. Und der Solarregler, Solaranlage mit drauf von Votronic. Ich gehe mal gerade ganz zurück, wenn du mal kurz da stehen bleibst, wegen der Größe. So, deine Größe heute? 1,72 Meter. 1,72 Meter. Und wenn du hinten mal zumachst, bitte? Die Tür, meinst du? Beide Türen, ja. Was ist zuerst? Diese zuerst, die linke. So, und das ist dann die Optik von hinten. Was natürlich schick ist, ist dieses, ist das Reserverad. Das heißt, wenn du irgendwo gegenkommst, dann erstmal gegen das Rad. Ja, das ist nicht schlecht so. Ne? Manchmal, wenn man keine Rückfahrkamera hat. Hat man aber, da oben ist sie drin. Ja, mittlerweile ist, glaube ich, auch Standard, oder? Die Rückfahrkamera, also viele, ja doch schon. Also das muss man einfach mitbestellen. Also ich glaube, bei diesen größeren Fahrzeugen, ne, das meine ich. Jetzt bei meinem Q2 habe ich das jetzt nicht mitbestellt. Ich habe da nur den Piepser drin. 416 CDI, da oben ist die Fiamma F80S. Oben am Dach drauf, in schwarz natürlich, steht dem Auto auch ganz gut und ja, richtig schön. Hier steht da, Lastrada Regent S4x4 und das sind die Optionen, die man dafür hat. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Lastrada und das ist ein Mercedes-Benz, ja, FB vorne das Kennzeichen. Wir sind aber in der Schweiz, tatsächlich in Bern und drehen heute mit dem Michael mal dieses tolle Fahrzeug mit Hochdach. Ja, es ist wirklich toll, auf Mercedes-Benz ein Nova. Ja, werden uns das gleich mal anschauen von Lastrada. Ganz tolle Marke. Ja, das ist eine Neuheit. Hier sieht man den Nova M. Es gibt baugleich, etwas länger, 1,5 Meter ungefähr, gibt es noch den Nova im EB. Genau, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, ja. Wir gehen mal gerade nach hinten, dass wir das Fahrzeug mal komplett sehen.
denn die Marlene steht schon drin. Die Marlene ist 1 Meter und 1,72 Meter groß und sie wird uns gleich mal ein bisschen was zeigen. Das ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug hauptsächlich? Das ist für 3 Personen. Hat ein Hubbett, 2 Personen und ein Querbett, 1 Person, ein großes Querbett. Ja, 1-2 Takte über diesen Nova. Wo wird er gebaut? In Echzell, Deutschland. Reine deutsche Produktion. Reine deutsche Produktion. Er klingt so ein bisschen italienisch. La Strada. Das ist so. Viele fragen mich, warum La Strada? Weiß ich leider auch nicht, aber ist eine deutsche Produktion. Ja, Sie gehören nicht zu den billigsten Fahrzeugen. Absolute Qualität. Ihr seid sehr zufrieden? Sehr zufrieden. Bei diesem Fahrzeug kann ich absolut dahinter stehen. Sehr individuell, das heißt designmäßig. Über 70 Polsterstoffe frei wählbar, 17 Holzarten frei kombinierbar und höchste Qualität. Ja, auch hier habt ihr gespart, an der Aufbautür ganz, ganz billig gemacht. Ja, genau, da haben wir uns möglichst Mühe gegeben, nur Billigprodukte zu verbauen. Wahnsinn, 3 große Edelstahlschlösser, das ist ja der Hammer. Also durch die Tür kommst du nicht rein. Genau, das ist so. Warte, ich zeig das mal im Detail. Allein da hinzugucken macht schon Spaß. Ja, das kann ich bestätigen. So, das heißt, ich nehme an, GFK auch im Einsatz? Ja, das ist so. Alles an einem Teil gebaut. Echt? Ja. Komplett? Komplett. Ich hätte noch Bilder auf dem Nattel. Ist wirklich beeindruckend. Natürlich von der Stabilität, von der Isolation her wirklich gut. Und man sieht auch bei der Markise schön reingepasst. Alles passt genau. So, ich gucke mal gerade aufs Preisschild. 170.630 Euro, nee, Franken sind das ja hier, da ist die Steuer von 7,7% mit drin, aber da ist schon Zoll mit drin, ihr zahlt auch Zoll, gell? Da ist Zoll mit drin. Also es kommt ungefähr aufs selbe raus, das heißt Zoll und Mehrwertsteuer ist der Preis ungefähr wie in Deutschland. Wahrscheinlich ein bisschen günstiger in Deutschland, weil der Euro ja etwas besser steht wie der Franke. Genau, das ist so. Ist natürlich mit dem momentanen Sicherheitsumrechnungskurs gerechnet, den wir Schweizer mal planen, genau. Achso, es gibt den nächsten Umrechnungskurs zum Euro demnächst? Nein, es ist so natürlich, die ganze Preisliste wird jährlich gedruckt und dann nehmen wir mal so einen Mittelwert. Ah, ich verstehe, so eine Art Festwert, liegt. Genau. Wie er sich ungefähr entwickeln wird. Das heißt, es muss ja nochmal nachgerechnet werden. Ja, wenn wir hinten reingucken, das ist Handarbeit, die Fahrzeuge? Ja, die werden in einer kleinen Manufaktur gemacht. Das Schöne ist, die Hersteller von La Strada, sie leben Camping. Auch die Firmeninhaber und so kommen selber jeweils an der Messetagung mit dem privaten La Strada vorbei. Ja, hier vorne sieht man es auch, also ins GFH eingelassen, diese ganz massiven Schlösser. Das ist, ich habe das noch nie gesehen, also zumindest nicht bei Mercedes-Benz. Ja, das ist für mich auch eine Spezialität von La Strada. Wirklich alles wunderbar eingelassen und gemacht. Also wenn man das nicht so kennt, La Strada, denkt man so von außen, wenn man das so ein bisschen sieht, naja, da kommt wieder mal so ein Italiener. Das ist so manchmal, die Leute denken das wirklich, gell? Das könnte vielleicht ein Italiener sein? Das ist so. Wobei man eigentlich bei La Strada sagen kann, über Jahre hat sich die Marke einen sehr guten Ruf erarbeitet. Man legt Wert auf hohe Qualität und ja, das zahlt sich aus. Eine Heckgarage in so einem Fahrzeug ist ungewöhnlich. Das heißt, ihr habt sie drin? Das ist so. Natürlich den Regent, wo wir auch haben, das ist dieses Fahrzeug hier. Mhm. Das ist auf dem Originalsprinter aufgebaut mit Hecktüre, mit Flügeltüre. Und hier haben wir natürlich die Möglichkeit, durch den GFK-Aufbau Seitentüren zu machen, was ja Natürlich sich optimal für eine Garage eignet, für E-Bikes und so. Ja, wir werden gleich mal reingehen. Da vorne ist Technik drin. Das Licht ist automatisch angegangen, kann das genau sein? Genau, das ist so. Wie? Melder drin? Genau, ein Melder drin. Hier sieht man die Heizung. Diesel? Gibt es Diesel- oder Gasheizung? Mit Elektroheizungszusatz, wenn okay man will. Also im Prinzip Truma, einmal als Diesel, einmal als Gasheizung. Genau, hier ist die Batterie verbaut. In dem Fall eine Bleibatterie. Da gibt es Lithium auf Wunsch? Gibt es natürlich Lithium zwischen 90 und 240 Ampere Lithium ab Werk. So, da vorne ist eine Durchreiche nach innen? Ja, das ist korrekt. Da kommt man. Gleich mal nach innen angucken. So, die andere Seite hat auch einiges zu bieten. Das ist die Heckpartie. Da vorne kann man den Stern so ein bisschen anheben. Da ist die Rückfahrkamera. Das ist richtig, genau. Sobald das P reingeschaltet wird, klappt das zu. Sehr süß. Ja. Das sind so kleine Details, die es ausmachen. Aber ich nehme mal an, hier auf der Messe, die Leute haben schon probiert, entsprechend die Heckklappe zu öffnen, oder? Das kann sein, das kann sein. Wir haben ein Riesenfenster hinten drin. Ja, das ist eine Spezialität, hat es bisher noch nie gegeben, ist beim neuen Nova so drin. Genau, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, dann haben wir etwas mehr Platz. Ich habe einen riesen Weitwinkel dabei und das ist das Heck, wenn man es sieht. Man kann überhaupt nichts damit anfangen, sowas habe ich noch nie gesehen, das Heck.
Ja, ist sicher ein Lastrada-like, gibt es eigentlich... Ein Unikat fast. Genau, das ist ein Unikat. Ich nehme an, die bauen auch wahrscheinlich keine 10.000 Stück, oder? Nein, bauen etwa zwischen 300 und 400 Stück, soviel ich weiß, pro Jahr. Lastrada wollen sich eigentlich auch nicht maßlos vergrößern. Sie sagen, wir sind ein relativ kleiner Betrieb und setzen auf Qualität. Ja, das passt ja zur Schweiz. Die Schweizer schätzen Qualität von jeher. Da vorne ist das Gas, Außenausschuss? Sie können schauen hier, das ist Außendusche, Außendusche genau. Ja, Außendusche warm, kalt. Ja, das kann ich auch einschalten. Was da drunter? Und hier Staufach. Ist Staufach und hier sieht man das Sog verbaut. Ein Sog verbaut, das heißt, ich muss keine Chemie einsetzen, kann aber, ich brauche wesentlich weniger Chemie, nee. Genau, das ist korrekt so. So, hier vorne sieht man es, jetzt sind wir auf der Rückseite von der Messe. Ich zeig mal gerade, hier sind normalerweise kommen die Kunden nicht hier hin, aber wir schauen uns das trotzdem mal an, ich habe ja Licht dabei. So, das ist die Toilette. Genau, die kann hier über diesen Knopf geöffnet werden. Dann geht sie auf. Dann geht sie auf. Ich habe gar nichts dran. Hier. Also wenn du es gerade nochmal zumachst, bitte. Ich muss das nochmal zeigen, das ist so richtig schön, weil ich habe dich ja gerade gefilmt. Das ist schön. Ja, das ist richtig schön gemacht. So, und das ist wahrscheinlich nicht elektrisch, sondern ein Seilzug, der mit drin ist. Genau, das ist korrekt. Ganz simpel. Dometic mit drin, mit Soganlage. Ja. So, man könnte auch eine zweite mitnehmen, eine zweite Kassette, dann ist man etwas autarker, aber muss man nicht. Genau, das ist korrekt so. Super. Die Fenster, Salzfenster? Ja, korrekt. Da kann man so schließen von innen. Ist natürlich auch schön, sind sie eingelassen hier. Ich zeig das mal komplett. Also die sind komplett bündig. Lastrada sind eingelassen. Hier vorne habe ich noch eine Kante mit drin, wenn ich das richtig sehe, die sich nach hinten verjüngt, sodass es nicht direkt regnet, wenn die Fenster offen sind. Hier habe ich den Befüllstutzen fürs Wasser. Tankgröße? Müsste ich nachschauen. Ich glaube 140 Liter. Ja, wir schauen gleich mal rein. Ist nicht schlimm. Ihr habt ihn recht neu reinbekommen für die Messe, nehme ich an, oder? Genau. Sind wir in Deutschland abholen gegangen, ist das Pressefahrzeug. Das Pressefahrzeug von Lastrada. Der Mercedes-Benz, vierradgetrieben. Das heißt, er ist ein bisschen höher, der Antrieb braucht ja Platz. Genau, er ist 8,5 cm höher als den Nicht-Allrad, genau. BF Goodrich, die All-Terrain-Reifen, die sind auch nicht zu laut. Ich bin mit dem Regent hingefahren, habe das Gefühl gehabt, das ist gut fahrbar und eigentlich erstaunlich leise. So, wir schauen mal ganz kurz drauf. Hier vorne ist es. Ja, hier geht es dann rein. Der Einstieg ist nochmal unterstützt durch eine Stufe. Ist das möglich? Nein, der ist so. Das genau. Ist Offroad. Das heißt ist Offroad, also, genau. Okay, ja. Zur Not, ihr könntet noch eine nachrüsten. Das heißt, ihr habt eine Werkstatt. Wir haben eine Werkstatt, wo wir diverse Spezialumbauten machen. Ansonsten braucht man diesen kleinen Lastrada. Nee, der ist wahrscheinlich für die Messe, oder? Der ist für die Messe reserviert. So. Ein kleines Detail hier, so ein Edelstahl- oder Alugriff, der hier dran ist, aus so einem ganzen Stück. Ja, das ist offensichtlich so. Genau. Allein die Tür ist schon ein kleines Wunder. Die hat mehrere Zapfen, das heißt, die haken hier schon mal ein. Dann hast du hier schon mal die Bänder mit dran, die du garantiert nicht rauskriegst, die auch entsprechend versenkt sind. Das heißt, wenn du die Tür mal zumachst, dass man das mal sieht, da siehst du nichts von den Scharnieren. Die gehen nach innen rauf. Ganz ungewöhnlich. Und genau. Da vorne habe ich die Magneten dran. Von Mercedes-Benz kennt man das ja. Hier unten ist das Gas? Ja, korrekt. Kochen, nehme ich an. Kochen, ja. Er hat eine Gasheizung. Und was lieb ist, dass du das mal aufmachst? Geht das? Ja, ist von innen. Ja. So, sie macht mal auf. Du kommst hier nicht rein. So, so einmal drücken. Da unten war ein kleiner Knopf. Dann geht das Gasfach auf. 2x11 Kilo. Genau, das ist korrekt. Schön. Ja, wir sind ja immer noch in einem Auto. Fahrzeuglänge von dem Auto? Das ist 6,49 Meter. 6,49 Meter, das heißt für Schweizer Verhältnisse noch kurz. Ich glaube, die Parkplätze sind genormt in der Schweiz auf 6 Meter. Das kann ich nicht einmal beantworten. Ich habe mich versprochen, 6,46 Meter, nicht 49. Ja, genau. Gut, das nehme ich, das nehme ich nochmal hin. So, da vorne haben wir nochmal ein großes. Ja, jetzt gehen wir mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Das ist die Trittstufe, Silber gewählt. Das heißt also, hier ist wirklich, kann ich auch mal... Ich sag mal, etwas grober umgehen, das macht dem Boden nichts aus. Das macht dem Boden nichts aus, der ist sehr stabil und gut gebaut. Da oben ist das Hubbett, was aber sich nach hinten etwas verjüngt. Das heißt, die Stehhöhe ist okay, 1,72 Meter ist die Marlene und du kannst komplett stehen. Ja, immer noch. Immer noch.
nach hinten. Natürlich wird's, genau, wenn du dich mal gerade auf den Fahrersitz setzt, dass wir da mal sind. So, das war jetzt kein Problem, reinzugehen? Nein, gar nicht. Gar nicht. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man mal das Raumgefühl sieht. Die Höhe ist enorm. Du bist ein bisschen größer. Du bist, wie groß bist du? 1,83. 1,83. Wenn du mal kurz reinkommst, dass man mal sieht, also du kannst ganz bequem hier drin stehen. Nach hinten wird es ein bisschen... Das ist ja. Aber da ist ein Bett drüber, das muss man immer noch sagen. Und zwar nicht irgendeins, sondern ein Riesenbett. Das werden wir uns gleich mal angucken. Denn da vorne habt ihr eine Sperre reingemacht für den Messebetrieb. Und dann kommt das Bett runter. Und jetzt hat man ein unvorstellbar großes Bett. Marlene, komm mal her. Du musst mal zu mir kommen. Er hat wahrscheinlich eine Aufstiegshilfe hier noch drin. Ich befürchte, dass hier an der linken Seite... Das ist krass, oder? Das ist riesig. Wow, das ist richtig tief. Wie viel sind das? 2 Meter? Oder? Ja, du musst ihn gleich mal fragen, den Michael. Hier vorne kannst du rausgucken übrigens. Ja. Da hast du dann, da vorne hast du noch... Ablageflächen, da ist ein großes Fenster mit drin. Liegefläche von dem Bett, weißt du es? 2,5 Meter auf 1,40 Meter. 2,5 Meter auf 1,40 Meter. So, und das Hochdrücken geht extrem einfach, wenn du es mal machst, Marlene. Und der Michael sagt dir mal ganz kurz, was zu tun ist. Einfach drücken. Ganz leicht. Ja, also der, wie nennt man die Hydraulik, die hilft da, ne? Die Gasdruckfeder, wenn du mal vorne mal ein bisschen andrückst, in der Mitte. In der Mitte? Ja, genau. Ups. Da ist nämlich, ich zeig's mal gerade, da ist eine kleine Stufe drin. Du hast überlebt? Ja, ich muss überlegen. So, das lass mal drin. Ich habe mich erschrocken. Sehr gut. So, und da vorne ist, ich sag mal, es ist ein ganz, ganz tolles Konzept, denn ich habe nicht nur dieses Bett, sondern ich habe auch ein zweites Bett hier drin, das zeige ich mal gerade, ein Heckbett. Genau, ist 2,5 Meter auf 95 groß, für eine dritte Person. Oder alleine, wenn ich das Bett gar nicht runter machen will. Genau, das passt so. Ich muss das mal filmen, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ich habe hier ein einzelnes Bett nochmal mit drin. Das ist ein echtes Drei-Personen-Fahrzeug. Das heißt, hier könnte zum Beispiel ein Kind schlafen oder die Mama, wenn sie mal ganz alleine sein möchte. Und der Papa könnte vorne mit dem Bub schlafen oder so. Das ist so. Hier vorne ist die. Da vorne ist der Kleiderschrank, bei dem witzigerweise das Licht in dem Halter mit drin ist. Da vorne ist ein Rollo. Ich zeig das mal gerade. Das kann ich einfach runterfahren und dann verschließen. Mit Softclose. Mit Softclose sind die Schubladen, ja, das ist so. Das ist der Küchenbereich. Auch das kann ich problemlos rauf und runter machen. Das ist so. Sehr einfach zu bedienen. Drunter habe ich Ablageflächen mit drin. Hier habe ich... Natürlich auch das sehr interessant. Das sind die Stufen zum Aufsteigen. Nein, das ist natürlich zusätzlich Ablage fürs Kochen. Ja. Und auch noch als Staufläche nutzbar. Okay. Aufstieg nach oben. Softclose sieht man auch. Ah ja, okay. Verbaut. Genau, der Aufstieg nach oben ist gleich hier gebaut. Ja. In der Regel kann man sie hier reinstellen. Jetzt habe ich falsch gesagt, die ist natürlich bei diesem Fahrzeug nicht hier, sondern in der Garage momentan. Genau, es gibt ein zweites Fahrzeug, da ist das so, gell? Genau. So. Bei dieser Version war das so. Genau, das heißt, ich habe eine kleine Leiter mit dabei und habe natürlich eine Küche mit dabei. Da ist jetzt ein Kühlschrank dabei von Dometic, habe ein großes Kochfeld drin von... CAN. Genau. Kühlschrank. Kühlschrank mit dabei. Gefrierfach. Gefrierfach. Und eine Spüle. Die kannten wir schon aus dem anderen. Genau. Genau, wenn du die mal kurz aufmachst. Ganz edel. Ja, und jetzt kommen wir mal unten da die Stauräume, die hast du jetzt unfreiwillig schon mal gezeigt, die mit dabei sind. Ich gehe mal ganz kurz hier rein und zeig mal gerade, wie hier. Wie schön das gemacht ist hier hinten, dass man so seinen eigenen Bereich hat mit einem riesen Heckfenster mit drin, wo ich komplett rausgucken kann. Das ist cool. Und hab nochmal Stauschränke oben. Ja, und da ist das Bad. Mach mal auf, bitte. Marlene, wenn du mal kurz reingehst und das mal beurteilst, aus der Sicht von jemand, der... Das mal an. Waschbecken. Ein integriertes Waschbecken. Mit Beleuchtung, die aufgeht automatisch. Oh, ist das schick. Und guck mal, hier die Halterung für die Zahnbürste und ja, was man da noch so reinstellen möchte. Das ist ja witzig, das
So. Da ich noch einen Schrank. Wahrscheinlich kannst du den öffnen. Guck mal, den Spiegelschrank. Ja, wenn du mal drückst. Ah, ah, oder ziehst, genau. Wahrscheinlich sind es Pushlocks. Du hast recht. Ja. Warte, ich probiere es nochmal. Ja. Und den zweiten Teil, den brauchen wir ja nicht. Genau. Der ist vorne drin. Hier habe ich noch ein kleines Fensterchen mit drin. Das ist, glaube ich, das kleinste Heki, was ich je gesehen habe. Ja. Heben und kippen. Aber ich habe noch ein Fenster. Das heißt, ich kann also unten aufmachen und Durchzug haben. Das heißt, nicht nur unten, sondern auch oben. Doch, wahrscheinlich kannst du da auch drücken. Geht das hier? Ja, einfach mal, genau. Ah, ja, nach oben. Wahnsinn, echt wirklich. Auch wieder alles. Jeder Millimeter genutzt. Eine Duschtrennwand habe ich mit drin. Ja. Hier eine richtige Dusche, natürlich in Schwarz. Eine drehbare Toilette. Mach mal zu. Was? Von was? Das System hier. Den Verschluss kennst du vom Hundehalsband, okay. Ja. Der hat aber auch einen Namen. Ja, toll. Und das kannst du hier oben dann wieder. Guten Tag. Ich bin oben drüber. Das Fahrzeug ist außergewöhnlich. Ich sag mal, es gibt ja einige Fahrzeuge, die das System mit dem Hubbett jetzt schon eingebaut haben. Aber La Strada ist schon was Außergewöhnliches. Das heißt also, ich sag mal, vom Design her, mit der GFK-Form und allem drum und dran, richtig toll, oder? Das ist so. Ich bin wirklich absolut überzeugt von dieser Marke. Die ist top. Auch halt qualitativ extrem hochstehend. Die Vertreiber dieser Marke, sie leben Camping, sie erproben es selber. Und das zeichnet sich sicher aus. Und das erkennt man auch im Amphörterbau. So, hier vorne habe ich die Hubstürzen. Nee, Quatsch, eine Luftfeder ist mit drin. Eine Luftfeder, Hinterachse. Genau. Auf der Hinterachse. So, da ist die Steuerung mit drin. Hier habe ich diesen Raum. Also das Raumgefühl ist wirklich groß. Und ich habe eine tolle Stehhöhe mit drin. Das heißt, ich werde nicht so erdrückt, also von dem Raum. Das heißt, das Dach oben drüber wird komplett genutzt. Das ist so, das ist korrekt. Der EBE gibt es ja auch. Ein halb Meter längeres Fahrzeug mit Einzelbetten. Ein reiner Zweiplätzer. Und der hat natürlich in dieser Partie kein Hubbett drin, sondern nochmal ein großes Dachfenster. Man kann hier vorne auch ein Bett machen? Nee, da... Kann man nicht. Das ist dann ein reiner Zweiplätzer mit vier Reiseplätzen. So, ich zeige mal gerade, wie schön das gemacht ist hier mit dem Sitz bei La Strada. Das heißt also, das ist nochmal entsprechend aufgewertet. Die Sitze sind nochmal beledert hier an der Seite. Das ist nicht nur ein beheizbarer Sitz, sondern auch ein belüftbarer Sitz. Der kann auch belüftet werden. Spitzen AD. Wie in der S-Klasse Mercedes. Hier sieht man es etwas besser. Belüftbar, deswegen auch diese kleinen Poren, die mit drin sind. Und hier vorne habe ich dann noch mal so ein ganz kleines Sideboard mit drin. Wenn du da mal so lieb bist, das mal aufmachst. Dort kann der Fernseher eingebaut werden. Und dieses Sideboard ist jetzt auch hier drin. Okay. Genau, kann auch rausgeschwenkt werden, hier fixiert so. Dann kann man ihn nach vorne biegen. Auch neigen, es geht auch. Ja, genau. Neigen, genau. Und dann geht wieder so. Nach hinten. Man kann optional auch das Ganze rausnehmen und hier noch eine zusätzliche Sitzbank verbaut haben. Ja, da ist eine Schublade, zeig mal bitte, drunter. Das ist diese Schublade. Neue Schublade drin. Du musst diesen Fernseher nochmal rausnehmen. Ich muss das, du warst so schnell. Das ist ein echtes Highlight. Ich habe das noch nie so gesehen in meinem ganzen Leben. Und ich habe schon viele gesehen. Das heißt, du ziehst ihn raus und wenn du ihn mal rausschwenkst bitte, sag mal so lieb, dass es mal komplett sieht. Nein, eigentlich nicht. So, nach vorne. Genau, da kann man ihn so ausschwenken. Natürlich muss ich noch die Neigung einstellen, wie man da will. So, das heißt, ich habe also Full HD von beiden Sitzplätzen, wenn du dich mal kurz hinsetzt. Man kann sich denn da hinlümmeln so ein bisschen. Ich muss also nicht nur gerade nach hinten sitzen, sondern können wir jetzt ein Kissen drunter machen, kann den so gucken und kann den mir ganz nah ranholen. Also in Full HD kann ich natürlich die Qualität auch nutzen. Das ist korrekt. Ja, krass. Nee, vielen Dank, dass du es nochmal gemacht hast, weil es ging so schnell eben. Und die Leute, die spulen gerne nochmal zurück und hin und her und jetzt ist er weg. Und ich habe eine Ablagefläche. Genau, das ist so. Cool. Ja komm, wir gehen mal raus, zeigen jetzt mal vielleicht ein paar kleine Details. Hier habe ich noch Schränke direkt am Eingang. Marlene? Die schon gesehen. Die habe ich noch nicht gesehen. Was ist das? Wie tief die sind. Und nicht nur ein, sondern drei davon. Also da hast du auch nochmal gut Stauraum. So, und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Hier habe ich Auszüge nochmal mit drin.
Apothekerschranken, kleiner, wahrscheinlich oben und unten. Ja, es ist immer wie Weihnachten hier auf einer Messe. Das heißt, überall kommt aus jeder Ecke irgendwas anderes raus. Ja, das ist Möbelbau vom Feinsten, oder? Das ist so. Ich kann Ihnen gerne noch die Holzmuster zeigen, wenn Sie möchten. Ja, bitte, will ich sehen. Ich muss die Holzmuster sehen, denn es gibt ja auch Leute, denen gefällt zum Beispiel Weiß nicht, die dann sagen, wir wollen es ja auch gerne in Holz haben. Genau. Das ist kein Problem, ich komme mal mit. So, jetzt blicken wir mal hinter die Kulissen einer Messe. Genau. Das sind die Holzarten, die man verbauen kann. Man kann erstens den ganzen Möbelbau wählen, den Korpus und dann auch eine zweite Farbe mit den Klappen. Das sieht man hier. Okay, das heißt auch Silber geht, wenn du mir kurz mal das Silber zeigst. Das heißt, Silber und Weiß ginge auch. Das ist korrekt so. Wenn es also ganz modern haben möchte, es geht aber auch so ein Beige ginge, es geht auch Holz. Und das sind die Polster? Das ist Nuss, das ist Standard beim Nova. Dann bei den Avantis, eine andere Modellreihe auf Fiat, ist Ahorn der Standard. Und sonst gibt es da verschiedene, gibt es Eiche Natur, Eiche Hell, Eiche Dunkel und sonst noch diverse Farben. Gibt auch Beton, ist natürlich auch möglich. Ist es so, dass ihr den Leuten ein bisschen helft natürlich bei den Farben? Weil man kann sich das ja nicht so direkt vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwas mische, das kann am Schluss ganz fürchterlich aussehen, oder? Ja, wir haben etwa 10 Lastradas in der Vermietung. Achso, wo man das sehen kann, wie genau, die Zusammenstellung. Und die probieren wir unterschiedlich zu konfigurieren, dass man den Leuten vor Ort zeigen kann, was sieht ungefähr wie aus. 10 Stück in der Vermietung? Von Lastradas, ja. Krass. Gesamthaft 39. In der Schweiz ist das eine große Zahl, ja. Und ein großer Teil von den Fahrzeugen Lastrada. So, und das sind die Stoffe? Das sind die Teilledervarianten. Auch einige. Dann hier die Echtledervarianten. Warte mal, langsam. Ich muss das gerade mal zeigen. Echtes Leder. Das heißt hier die Qual der Wahl. Was natürlich oft geht, ist Weiß und Sugar und im Prinzip Weißtöne laufen oft. Genau, oder? Das ist korrekt so. So, ich kann aber auch so praktisch einen Vintage-Look haben in Braun mit dem dezenten Wolkeneffekt, der mit eingeprägt ist. Und jetzt kommt es noch viel krasser. Kinder, die Qual der Wahl. Verschiedene Polsterstoffe können auch kombiniert werden, 2 Stück davon. Dann haben wir den neuen Stoff. Der ist gerade neu in der Serie. Innen so vernäht, außen so. Gibt es natürlich auch verschiedene farbig. Und auch noch, gibt es schon länger, diese Stoffe etwas feiner genäht. Genau. So, das ist die Auswahl, die man hat. Ja, das war's schon. Das war's schon, genau. Okay. Komm, wir schauen uns das Fahrzeug mal komplett an. Das heißt, wenn man Lust hat, sich ein Fahrzeug entsprechend konfigurieren zu lassen, ihr seid ein großer Händler für Lastradar. Ich nehme an, ihr verkauft einige? Genau. Wir sind 3 Händler in der Schweiz. Die sieht man auch hier oben. Wir sind Steiners Wohnmobile, ein Familienbetrieb. Und wir handeln seit Jahren mit Lastradar. Und was sicher auch für den Kunden gut ist, wir haben eine große Anzahl von Lastradar-Mobilen in unserer Mietflotte und bieten auch Schnupperwochenenden oder so an, wo man solche Fahrzeuge auch mal testen kann. Und ja, wo man prüfen kann, ob sich so eine große Investition sich auch lohnen würde für einen Kauf. Das ist ja auch so, man muss ja auch wissen, genau, passt die Größe zu mir? Ich meine, wenn jemand bereit ist, so viel Geld auszugeben, kann er ja für das Geld, für 177.000 Euro, sogar fast einen kleinen Morello kaufen. Das ist korrekt so. Wobei wir auch Morello-Kunden haben, die dann ein Lastrada kaufen, hat es vor kurzem auch gegeben. Ja, vielleicht der Zweitmodell. Nee. Ja, vielleicht. Es war Spaß. Ja, schön. Steiners Wohnmobile in Konolfingen, das ist hier ganz in der Nähe? Das ist etwa 20 Minuten von hier. Okay, und wir sind in Bern, wir drehen auf der Expo. Ja, es hätte fast nicht stattgefunden. Das heißt, der Swiss Caravan Salon, der stand ja auf der Kippe. Ihr habt gebankt, oder? Ja, wir haben gebankt. Ich hatte noch nicht alle Preisblätter fertig. Am Sonntagabend habe ich gedacht, jetzt kann ich sehr wahrscheinlich aufhören mit den Arbeiten. Aber jetzt hat es definitiv stattgefunden und läuft gut. Ja, es gibt eine Beschränkung, 7.000 Leute dürfen rein, aber der Vorteil ist, die jetzt die Karten kaufen, man kann sogar online sehen, wie viele Leute kommen. Ich glaube, das Wochenende ist schon gut gebucht. Das ist so. Das Wochenende ist sehr gut gebucht und ich merke, die Leute, die kommen, haben echtes Interesse an einem Fahrzeugkauf. Man sieht kaum die Leute, die kommen und irgendwie Souvenirs einsammeln. Tüten voll machen. Genau, das ist richtig. Sehr schön. Du bist der Junior oder hast du es jetzt gegründet, das Unternehmen?
bin der Junior. Mein Vater hat angefangen vor 35 Jahren für Privatzwecken. Okay. Die Nachfrage war groß und das hat sich immer vergrößert. Und jetzt vor 5 Jahren habe ich zu meinem Vater gewechselt und wir mit 10 Arbeitern haben eine Firma, in 2 Monaten einen Neubau geplant, den wir dann beziehen können. Genau. Sehr schön. Ja, Marlene. Da ist er jetzt, der Michael. Und er ist ganz, ganz stolz, hat uns das Fahrzeug jetzt mal gezeigt. Der Chef persönlich ganz nahbar. Das heißt, ihr seid auch nahbar wie eure Kunden, oder? Ja, das zeichnet uns sicher als Familienbetrieb aus. Ja. Ich sage jeweils, ich kann nicht irgendwo die Stelle wechseln, davon springen, wenn ich was Falsches verkaufe. Ich werde noch 20, 30, 40 Jahre gerade stehen müssen für jeden Verkauf. Und das zeichnet uns sicher aus. 2021, der Caravan-Salon ist da. Wir sind am Freitag, heute 27. Gestern haben wir schon gedreht. Ja, da haben wir einen Messeaufbau bei Concorde gemacht. Ich grüße dich, Tim. Hi, grüß dich. Du bist von Seecamper. Du kennst unsere Videos, oder? Ich kenne eure Videos, genau. Ja. Die waren wirklich in Bern, das war viel Hektik. Ja. Je nachdem, was für ein Strada man hat, kann es schon mal ein bisschen eng sein. So ist es, denn das sind 2 bzw. bis zu 3 Personenfahrzeuge. Darauf sind sie auch zugeschnitten. Genau, also die Nova-Modelle sind beim EB 2 Einzelbetten. Hier beim Nova M haben wir noch ein drittes Bett für eine dritte Person mit dabei, was auch sehr großzügig ist. Im Kastenwagen-Segment haben wir bis zu 4 Personen bei Lastrada, beim Nova eben bis zu 3 Personen. Da vorne sieht man das Konzept auch nochmal. Hier ist blau. Die Außenfarbe, die ist wahrscheinlich ganz frei wählbar, oder? Die ist frei wählbar, ja. Da haben wir etliche im Angebot, ja. Das ist so, die sind lackiert. Hier die Aufbautür wieder mal. Ich gucke mal gerade wieder ein bisschen anders, oder täusche ich mich da? Ja, also das ist, wie gesagt, also die Kabine mit GFK ist dann immer in Wagenfarbe auch mit lackiert und die Beklebung dementsprechend dann hier nochmal angepasst an das jeweilige Modell, ja. Ja, Silber oder Blau ist jetzt die Frage, oder? Ja. Ich glaube, Blau natürlich schon lieber, ne? Also ich bin sowieso ein Blau-Fan, aber das ist auch sehr schön. Super. Ja, wir gehen mal kurz außen rum, dann sieht man also nochmal Details. Ihr seid hier die Stars am Messestand, also zumindest mal mit den Autos. Das hat sich gelohnt, das zu bauen. Ja. Preis ist natürlich mit etwas Ausstattung bist du da locker mal bei 150, oder? Ja, genau. Also wir bewegen uns da schon so zwischen, im Regelfall zwischen 130.000 und 160.000 Euro. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Fahrzeuge sehr individuell ausgestattet werden, ist da auch der Preis immer ein bisschen individueller, ja. Was krass ist, du kriegst keine Gebrauchten. Also ich habe am Markt nochmal geguckt, also die Fahrzeuge gibt es ja schon sehr lange, aber irgendwie finde ich keine Lastrada. Ja. Lieferzeit entsprechend lange, wenn ich ihn komplett neu konfiguriere, sind wir 2013? Ja, sind wir in 2023, genau. Also wir Händler haben immer noch ein bisschen was im Vorlauf, aber es ist schon so, wer mal einen Lastrada fährt, gibt den selten wieder ab. Also da haben wir wenige Gebrauchte im Markt. Ja. Ich schau mal ganz kurz rein. Hier ist noch der Rest vom Messestand drin und oben die Leiter, wozu braucht man die? Die brauchen wir fürs Hubbett vorne. Wir haben ja ein Hubbett für den leichteren Einstieg. Dann haben wir hier eben nochmal den Fahrradträger mitmontiert. Und dann halt hier auch wieder die Technikklappen und Stauräume, die sehr einfach zugänglich sind. Ja. Alles ist individuell. Das bedeutet also auch hier L-Anschienen, ja oder nein, kann ich alles wählen. Genau, ja. Aber so, das ist so eine Config, die würdest du auch empfehlen, oder? Ja, genau. Fahrräder. Heutzutage hat ja fast jeder Fahrräder mit dabei, die auch meistens sehr teuer sind. Und drin möchte man dann auch drin im Fahrzeug aufbewahrt haben. Ja. So, wenn du so lieb bist, mach mal auf. Na klar. Danke. Da siehst du, jetzt das Licht ist selber angegangen. Genau, haben wir mit Bewegungsmelder. Hier haben wir dann nochmal die Heizung verbaut. Was ist 4, 6? Das ist ein Trummer 6, genau. Ja. Gibt es wahlweise als Gas mit E-Stab oder Diesel mit E-Stab. Also die kann man frei wählen. Genau, und hier haben wir dann nochmal die Technikfächer. Nettes Detail, ihr habt eine Klappe hier, das heißt, hier könnte man auch eine kleine Extension machen für einen Hund oder so. Ja, das würde genau. Gehen. Einfach. Das würde gehen, ja, das ist, ist kein Problem. So, ganze Auto aus GFK, man sieht das auch hier, das ist Liebe zum Detail, du siehst hier nichts, keine Einschlüsse, das wäre auch schlimm, oder? Das wäre schlimm, ja, nee, das muss dann schon passen, also den Qualitätsanspruch hat Lastrada dann natürlich auch. Auch hier Fenster, da ist nichts gerade, das Fenster ist abgeschnitten. Genau, das ist alles individuell. Und sehr langlebig halt eben, das ist ja der Vorteil von GFK. Ja. Auch hier wieder die Markise eingepasst ans Fahrzeug. Also so ganz dezent eine Einbuchtung gemacht, ja. Das sind alles so Kleinigkeiten. Du hast jetzt schon viel gesehen. Oft mit Doppelboden, hier ist auch ein Doppelboden drin. Nova mit Doppelboden, auch hier wieder viel Stauraum im Fußbodenbereich. Plus natürlich das Raumgefühl oder im Winter natürlich dann auch nochmal zur Dämmung deutlich besser.
So, Fahrzeuglänge 6,46, den halben Meter merkst du, oder? Den halben Meter merkt man, ja. Ist jetzt aber, also wenn man innen ist, durch den etwas anderen Schnitt, fühlt er sich doch immer noch sehr geräumig an, ja. So, 125 Kilo, muss man auch vergleichen. Die Fahrzeuge erreichen Spitzenwerte auch als Gebrauchtwagen, weil jemand, der überhaupt einen kriegt, ja, der nimmt das auch in Kauf. Das heißt, auch wenn man sich mal verkaufen sollte, dass man sagt, man kriegt ein zweites Kind oder so, du kriegst sie mal wieder los. Ja? Also wie gesagt, also im Netz sind fast keine zu finden. Das spricht natürlich auch immer für die Fahrzeuge. Lastrada ist ja schon über 30 Jahre am Markt. Und bevor ich zur Messe gefahren bin, waren über alle Baureihen, ich glaube, 30 Fahrzeuge im Netz gebraucht zu haben. Ja. Aller Baureihen. Also Altersklassen. Oder? Alle Altersklassen. Der älteste ist, glaube ich, von 97, der aktuell im Internet ist. Ja. Die fahren noch, gell? Die fahren noch, ja. Und sind auch noch im guten. Ich glaube, dass die Leute pflegen, ja. Genau, dass die Leute das dann auch pflegen, weil wenn du ja so eine Anschaffung hast und du hast was absolut Besonderes, ja. du bist auch der Star am Campingplatz, ja. wenn du mit Lastrada kommst, sowas haben die Leute noch nie gesehen. Selten, ja, genau. Ja. Da wird man dann auch schon gerne mal drauf angesprochen, ja. Sag mal so lieb, zeig mir mal gerade, was da drunter ist unter dem Teppich. Ja, denn das sind jetzt so Schutzteppiche für die Messe. Ach so, ja, genau. Könnte man natürlich auch erwerben, aber ja. die Bodenwahl ist frei, oder? Bodenwahl, die ist jetzt nicht frei, die ist das Einzige, was eigentlich vorgegeben ist. Sonst können wir alles an Farben wählen, also sei es Polster. Es Möbel, glitzert Dekor, so ein bisschen, das ist süß. Schrankklappen, das ist alles frei wählbar. Disco. Der Boden nicht. Der. Nee, ist aber schick. Das heißt, das ist jetzt so ein Industrie-PVC, nehme ich an, oder was ist das? Ja, das ist ein sehr, sehr hochwertiger Boden, der halt auch keine, nicht sehr unempfindlich ist, auch wenn man jetzt mal ein Steinchen im Schuh stecken hat oder so. Objektware, da passiert nichts. Lässt ja. Keine Abdrücke, ja. Das ist auch sehr wichtig, ja. So, wenn ihr das jetzt seht, übrigens ist im Moment ein bisschen gelb. Auch ja. hier haben wir die Messebeleuchtung ja, drin. Dafür ja. entschuldige ich mich jetzt ja. mal ganz offiziell. Denn ihr habt die Fahrzeuge hell. Das ist aber jetzt trotzdem Ambientebeleuchtung eingeschaltet. Genau, ja. Das Besondere hier ist dieses Bett, das habe ich schon mal gesehen bei HZ. Mhm. Die haben das auch im Einsatz oder so ähnlich, sage ja, ich mal. Vielleicht ja. habt ihr das ja selber gebaut. Das ist sehr ergonomisch, das heißt, im Tagbetrieb stört es wenig, oder? Genau, richtig. Also im Tagbetrieb stört es einmal wenig oder man kann es auch absenken und je nach Körpergröße dann auch noch ganz gut auf den vorderen Sitzen Platz nehmen. Mhm. Hier eben ist ja der Unterschied zum vorherigen Modell, dass wir hinten nochmal das dritte Bett haben und ja, dementsprechend. Ein bisschen also, andere Raumaufteilung. Ganz ehrlich, ich habe ja. das Gefühl, obwohl der kürzer ist, er ist größer. Nicht kleiner, ja. Das na, ist so, ja. Oder? Täusch ja, das da. Stimmt, ja. Das geht vielen so, ja. Ist das hier das meistverkaufte oder das nehmen wir an? Da kann man das, na, das ist, glaube ich, ungefähr gleich, ja. So, denkt euch mal dieses Licht hier weg. Nee. Denkt euch eine schöne indirekte Beleuchtung, die uns hier nicht angeschaltet ist. Wenn du mal kurz nochmal aktivierst, nur kurz drauf tippst, bitte. Ganz rechts an der Lichtleiste. Einfach nur ja, kurz tippen. Da zwei, ja. Unten drunter genau. ist auch nochmal eine. Da drunter ist noch eine? Ja. Ah, okay. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig beim Putzen. So, auf der anderen Seite. Okay, müssen wir ist nicht schlimm. Ja. So, ich guck mal gerade. Ja, der große Tag beginnt ja erst morgen, wenn die 100.000 Leute hier durch genau. die Wagen durchgehen. Das ist eine große Qualitätsprüfung, ja. Aber da hast du keine Sorge, oder? Da haben wir ja. keine Sorge, nein. Weil da gibt es ja so einige Hersteller, die wirklich übelst dann Angst haben um irgendwelche Endanschläge und. Ja. Nein, also. So, du Spielkind, was hast du gefunden? Das ist cool. Das ist auch viele Fächer. Und genau. So, ein Rollladen ist natürlich schon praktisch, ne? Ja, genau. Also Platz hat man genug in der Küche für alle möglichen Utensilien und Kleiderschrank natürlich nochmal. Achso, das hier könnte ein Kleiderschrank sein, gell? Ja, oben haben wir nochmal Haken zum Hängen. Die Böden kann man ja auch rausnehmen, wenn man jetzt mal mehr Sakko oder Blusen, Hemden etc. Mit bei hat. Genau, auch hier wieder in den Stufen Stauraum zum Bett, die auch nochmal beleuchtet sind. Ich hatte mal in Bern gesehen, da gab es die Treppen, die Aufstieghilfe war so zum Rausfahren. Ist das hier auch so? Nee, zum Rausfahren ist die jetzt hier nicht. Das ist der Tritt vorne dran. Es gibt uns einen Trick, wenn es mal nicht rausgeht, ja, dann musst du es praktisch entriegeln und dann mal kurz drücken. Dann kommt es meistens. Die ist ganz neu, erster Tag heute, Camping. Sie ist Schauspielerin. Ja. Und genau, hier haben wir nochmal Apothekerschränke für Gewürze und Kleinigkeiten. So. 6,50, überleg mal, das ist das Maß von einem etwas längeren VW-Bus. Ja. Die Breite vom Fahrzeug? Wir sind hier knapp über 2 Meter. Okay, also super zu fahren, auch in der Schweiz. Genau. Da gibt es ja viele enge Straßen. Genau, also ist auch für die Alpen gemacht. Ja.
Ja, ja, ich habe Überhang auch sehr kurz. Genau, also beim M haben wir eben auch die Möglichkeit mit dem Allrad, der wird auch gerne mit der Offroad-Bereifung genommen. So, das ist jetzt das Kinderbett. Genau, wobei das ja auch eben 2 Meter lang ist, also doch auch geräumig und 80 cm breit und auch mit Folie-Teller-System und einer sehr hochwertigen Matratze. Das kommt schon immer ganz gut an, ja. Tja, wenn nur das Licht jetzt nicht wäre, das ist der. Aber jetzt hast du nochmal Ambiente-Licht hast du gemacht. Die Verkleidung hier, das heißt, die schluckt dann nicht nur Sound, sondern speichert auch wahrscheinlich Feuchtigkeit. Genau, und ist natürlich auch nochmal isolierend. Genau, hier haben wir nochmal Leselampen mit bei. Ja. So, also ich fasse mal zusammen. Das war die Klappe, die wir eben gesehen haben zum Kofferraum, nehme ich an. Genau, ja. Dann das Bad mit richtiger Dusche. Genau, hier ist das Waschbecken jetzt auch eingeklappt. Das kann man dann auch einfach ausklappen. Ich mach das mal rot. Mal sehen. Das lässt sich, genau, ja. Ah, und dann wird dann oben automatisch geht das Licht an. Ja. Und oben die Dusche, die benutzt man dann zum Waschen, die wird unten. Die kann man ja Höhen verstellen, die Brause. Und dann spart man sich da eine Armatur, ja. So, hier oben ist, glaube ich, noch ein Schrank. Genau. Auch da mal wieder Staufer. Und eben wieder 2 Fenster. Also einmal Dachfenster und das Seitenfenster. Die Kassettentoilette. Habt ihr Anfragen auf Trenntoiletten? Ja, haben wir hin und wieder auch. Ja. Wobei, ich sag mal, die meisten Kunden bewegen sich ja doch in Europa, wo man immer gut entsorgen kann. Hm. Und die Trenntoiletten nehmen ja im Regelfall doch ein bisschen mehr Platz weg und sind in der Handhabung immer ein bisschen Geschmackssache. Übungssache. Genau. Aber würde gehen. Das ja, ging jetzt. Auch hier der gleiche Vorhang wieder, oder? Genau, hier haben wir auch wieder den Vorhang als Raumteiler. Ah ja, cool. Das ist integriert, gell? Ja, ja. Integriert. Vorhang ist echt praktisch immer. Okay. Also wenn jetzt wieder Leute schreiben, so viel Geld und dann Vorhang. Und ich finde Vorhänge richtig praktisch. Ja, Vorhänge sind super, finde ich auch. Ja, wobei das ja nur der Raumteiler ist. Ja, ist ja nur optisch. Genau, wenn jetzt jemand länger. Warte, ich helfe dir kurz. Jetzt ist dann. Früher ins Bett gehen möchte oder man eben noch ein Kind dabei hat, was schon früher ins Bett geht. Kann man hier vorne halt noch schön verweilen und den hinteren Bereich schon abtrennen. Oder so. Wenn man mal abseits steht und nicht so als Camper auffallen möchte mit Verdunklung vorne. Isotherm, habt ihr mal tief in die Kostenkiste gegriffen, aber das ist ein guter Kühlschrank. Genau, also Kühlschränke sind super, haben wir eben hier auch zur Wahl als Kompressorkühlschrank oder gasbetrieben. Das ist auch wieder frei wählbar. Auch mit Gefrierfach natürlich, das ist ja Standard. Viele Fächer. Das kommt, glaube ich, aus dem Hotelsektor, so ein bisschen Isotherm, also wirklich aus dem Profibereich funktionieren. Ja, also da haben wir auch keine Themen mit, also die sind wirklich sehr zuverlässig, ja. Rechts, was ist da? Hier haben wir nochmal ein Waschbecken. Ah, okay. Genau, da, also eine Einheit, wie drüben. Eine Einheit, wie im EB, genau. Mhm. Grundriss eben auch, ja. So, jetzt kommt natürlich das Allerwichtigste, das Haupt, das Elternbett, das Ehebett. Ja. Komm, wir zeigen noch 1-2 Schubladen. Zur Abrundung. Das ist die Trittstufe. Das heißt, da ist die Aufstiegshilfe. Kann man auch als Ablage noch mal als Arbeitsfläche benutzen. Also entweder, wenn die mal gerade rausziehst, dann sagen wir gerade so lieb, die Trittstufe mal raus. Nee. Da ist eine Schublade und oben drüber hast du die Trittstufe dann. Und für Leute, die dann, können wir gleich mal gucken, wie wir hochkommen. So, ob das eine Trittstufe ist, Nee, das ist eigentlich mehr als Ablage. Ablage. Okay, Ablage, bitte nicht drauf gehen, okay. Sonst wäre es die Trittstufe gewesen. So, Hubbett, zeig mal bitte. Das lässt sich auch mit 2 Handgriffen recht einfach hier nach unten ziehen und dann haben wir eben das 2 Meter Hubbett. Wow. Auf 1,40, was auch sehr geräumig ist. Ja. Ja, du darfst. Okay. Normal ist da eine Leiter dabei, aber vielleicht schaffst du es ja, ohne dich zu töten. I don't know. Wir können es mal gerade schauen. Denn das ist 2 Meter. Wow. Ja, wow. Ich denke mal so die... Auf jeden Fall so ja auch liegen, ne? Doch, ist auch sehr viel Platz. Das ist schon cool hier oben. Du kannst auch komplett durchlüften. Auf beiden Seiten hast du Fenster. Du hast hier oben dann nochmal ein großes Heki. Die musst du nur reindrücken. Wenn du die mal kurz reindrückst, in der Mitte ist so ein Knopf, siehst du das? Links, 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 links. Links ist so ein kleiner Knopf in der Mitte, siehst du den?
Nee, der ist in dem Hebel drin. Schau mal kurz. Da. Ja. Und wenn du da drauf drückst, dann kannst du ihn drehen. Ach so, okay. Das ist so eine kleine Sicherung, die da ist. Dass keiner den hochdrücken kann von außen. Es könnte ja jemand durch, weißt du, mit so einem Hebelinstrument. Ja, und da hat man das nochmal gesperrt. Gerade dann, wenn du auf dieser Kippposition bist, du kannst es in der Mitte machen, kannst du dich auflassen. Okay. Der, da. Leselampen hat man auch. Ah, hier, ja, hier oben. Diese, ja. Genau, Leselampen. Die sind echt cool aus. Die futuristischen. Ja. Diese wiegigen. Wenn nur die Lieferzeit nicht wäre. Ich kann mir vorstellen, du hast echt viele Leute, die sagen, ich nehme sofort einen mit, oder? Ja, genau. Das ist leider so, dass die Lieferzeit natürlich etwas länger ist mit 2023. Aber so ist das, wenn man halt etwas gut Exklusiveres möchte. Es gibt eine Regel, wer nicht bestellt, kriegt auch keinen. Das heißt, ihr könnt natürlich dann nach Order, könnt ihr dann auch bauen. Kommen wir nochmal raus, dann, denn ohne, mit dir können wir es nicht nochmal hoch machen. Hast du das gerade gesehen? Ist überhaupt runtergehen? Warte. Ja, da ist eine Leiter ist noch dabei. Ja, ist gut. Aber ich habe in Bern gesehen, da gibt es eine Option, glaube ich, diese Aufstiegshilfe, die man rausklappen kann. Der hat es daran gezogen, genau. Ja. Und das geht echt easy, ja, oder? Ja, das geht easy. Das sind zwei Handgriffe. Und dann, das bleibt so, kommt nicht von selbst runter? Das bleibt so, das kommt nicht von selbst runter, genau, ja. Wow, das ist echt cool. So, jetzt was ziemlich cooles, ich setze mich mal ganz kurz hier vorne mal auf den Fahrersitz, dass wir das mal sehen. Das ist übrigens hier der Mercedes-Benz in einer etwas einfacheren Ausführung. Das kann aber der Kunde wahrscheinlich frei wählen. Richtig, genau, ja. Was auch, das 10 Zoll MBOX von Mercedes, das wird auch im Regelfall genommen. Das ist auch wirklich klasse vom Display mit Touch und tollen Navi. Das Möbelstück finde ich toll. Ja. Also das hat mir in Bern auch gut gefallen. Das hat, genau. Du hast es mir vorweggenommen. Das ist so ein bisschen Wohncharakter, also wie zu Hause. Ja, das stimmt. Was kann man da reinmachen? Fernseher? Genau, alternativ, also man kann den Fernseher entweder an der Rückwand der Nasszelle platzieren oder eben dann auch hier auf dieser Seite, wenn man möchte. Ja. Also man könnte ihn sogar theoretisch hier drunter montieren, hochklappen. Genau. Jetzt den Fernseher. Genau, das kann man ab Werk direkt mitbestellen. Hier haben wir jetzt in dem Fall eben einfach nochmal zusätzliche Staufächer. Ist der schon verkauft hier? Ja, also hier auf dem Stand ist bis auf ein Fahrzeug alles verkauft schon. Naja, bevor die Messe losgeht leider. Das ist so, und die Kunden haben zugestimmt natürlich. Ja. Das ist so, ihr passt auf die Autos auf, hier sind überall Teppiche drin. Die werden auch danach nochmal gründlichst gecheckt. Ganz klar. Genau. So, aber es ist auch so, dass wie gesagt alle Händler noch etwas im Vorlauf haben, auch wenn auf den Höfen im Moment nicht mehr so viel zu finden ist. Da lohnt es sich einfach auch bei Lastrada anzufragen, die haben die Übersicht. Ich finde auch gut mit dem Vorhang, was ihr jetzt gemacht habt, weil der dämmt natürlich nochmal zusätzlich. Ja, genau. Und die Plisse ist okay, aber es kommt auch viel Kälte hier direkt aus dem Fußraum raus. Genau. Und das ist so. Also bevor ihr schimpft, macht es erstmal besser, so kann ich das sagen. Und ich meine, die machen das ja nicht erst seit gestern. Die wissen ja genau, was sie tun, oder? Richtig, genau. Also Lastrada ist, denke ich mal, mit die älteste Marke am Markt. Vorne haben wir die Vorhänge, aber sonst haben wir natürlich auch überall die Verdunklungsrollos an allen Fenstern. Also da bekommt man es auch schön dunkel dann, ja. Schön ist auch, dass du oben die Oberlichter noch nutzen kannst, wenn das Bett geschlossen ist. Ja. Du kannst die Auflagen kannst du liegen lassen, oder? Die Auflagen kann man flach liegen lassen, ja genau. Auch Bettdecken ist überhaupt gar kein Problem, ja. Geht bei manchen Aufbaudächern ist es schwierig, da geht es gar nicht, stimmt, ja. Aber hier geht's. Was ist denn da drin in der im Eingang da, in den, hier, nee, hier, diese hier, die Schubladen? Das waren die Apothekerschränke. Das war, okay, von der anderen Seite. Genau. Zwei Stück, oder? Zwei Stück, ja, oben hier. Okay. Ja, man muss das sehen. Also es erinnert mich so ein kleines bisschen, so ganz rudimentär, du wirst mich jetzt töten, an den Pössl Vario. Den kennst du, der hat so ein ähnliches Bett, hat zwar nichts mit dem zu tun, aber der Grundriss hat mir trotzdem gut gefallen. Ja, genau. Weil du hast eine tolle Raumnutzung auf kleinem Preis, natürlich nicht vergleichbar. Das ist jetzt der Rolls-Royce, das Pössl Vario. Aber auch hier kannst du individualisieren. Das heißt, wenn einer sagt zum Beispiel, ich möchte diese Aufstiegshilfe haben an der Seite, die ich in Bern gesehen habe, dann lasst euch aufs Einfallen. Ne? Genau, also wir machen da eigentlich fast alles möglich und lasst gerade auch. Und wie gesagt, auch in Farben, Polster, Dekore, das ist alles frei wählbar. Also die Wunschliste ist da recht lang. Ja, es ist ja so, ich meine, du hast ein Haus auf Rädern, kann immer mal was passieren. Ja. Irgendwas kann kaputt gehen, ausfallen, du kennst das. Ja, gerade am Anfang, wie nennt man das, Dead on Arrival. Genau, ja. Das ist so, wie läuft das, man fährt zu dir, hast du eine Werkstatt? Oder? Genau, also ich selber, wir haben jetzt eine Kfz-Meisterwerkstatt auch, also wir können uns nicht nur um den Aufbau kümmern, sondern du bist Kfz-Meister? Ich leider nicht, nein. Okay. Aber in meinem Betrieb haben wir Kfz-Meister und
Und da können wir eben das Rundrum-Paket betreuen, also vom Chassis über Fahrwerke verbauen wir sehr viel bei uns. Man kann auch ins Werk fahren. Also wenn man jetzt kann auch mit Termin natürlich auch ins Werk fahren, aber wir kümmern uns da komplett ums Fahrzeug. Ja. Gut, die Sachen sind getestet, aber ich selbst fahre ja auch ein großes Fahrzeug. Auch da hast du immer was, also mal eine Kleinigkeit hier, eine Kleinigkeit da oder mal auch mal was Größeres. Aber fürs Chassis ist Mercedes zuständig, oder? Ja, also normalerweise ja. Also gerade was Gewährleistung angeht, ist natürlich Mercedes zuständig auf das Chassis. Ja, da kann man zu jedem Mercedes-Händler in Europa fahren. Aber wir bei Seecamper bieten halt eben auch den Rundum-Service an, wenn man jetzt Inspektionen, Bremsen etc. machen will. Du gibst den ab bei dir und fertig. Wir das, ja, genau, weil wir eben Meisterwerkstatt sind. Ja. Gut, aber wenn einer sagt, hey, der Mercedes-Händler um die Ecke, oder ich bin in Portugal, da findest du ja weltweit, glaube ich, einen Sprinter. Ja, das ist alles mit abgedeckt. Ja. Allrad geht auch? Allrad geht auch, ja. Und dann auch natürlich mit dem entsprechenden Geländebereifung ist überhaupt gar kein Problem. Cool. Ja. So, jetzt hat man gerade CBE, lässt grüßen, das drin ist. Aber das ist ja auch sehr bewährt, funktioniert in allen möglichen Wohnmobilen. Ja. Und wie gesagt, hier Tuma ist dann Diesel, Gas, egal. Je nach Wunsch, genau, mit natürlich CB Plus Bedienteil. Auf Wunsch auch Tuma Einnetzsystem, dass man von der Ferne über die Handy-App die Heizung und Warmwasser steuern kann. Das ist heutzutage auch kein Problem. Ja. Schön. Komm, Tim, wir gehen mal raus. Zeigen wir es mal. Also Konzept habe ich verstanden. Große Garage ist mit drin. Silber sieht auch nicht schlecht aus. Der blaue, am Anfang gefällt er mir nicht, wirkt aber unglaublich edel. Ja, genau. Also schon. Wir bieten ja die komplette Fahrpalette von Mercedes an. Das ist schon sauschön mit dem Blau. Am Anfang war ich nur so, ich stand da so, naja, Silber ist schöner. Aber Silber kann ja jeder. Genau, das Blau muss man ein bisschen wirken lassen. Ja, das stimmt. Und das Panoramafenster kommt halt hinten. Sag mal, sagen die Leute nicht oft so, es kann schon viel Geld und so, weil ich meine, es gibt ja auch Mercedes-Benz-Fahrzeuge, die, wo dann siehst, da, ich sag mal, die entsprechend günstiger sind, die natürlich kein GFK haben und Co. Aber das Thema kommt nicht. Die Leute, die Lastrada haben, wissen, um was geht, oder? Ja, also das Thema haben wir jetzt nicht so. Man muss auch so sagen, das Geld ist ja nicht ausgegeben, weil die Fahrzeuge sehr wertstabil sind und bei einem Wiederverkauf eigentlich im Moment auch fast kein Wertverlust zu realisieren ist. Ja. Jetzt zeigen wir einen neuen Fiat, einen Fiat 8 wahrscheinlich haben wir hier. Ja, haben wir auch, ja. Die ersten neuen Fiat haben wir auch. Wir haben jetzt noch ein paar vom alten Chassis in Anführungszeichen, aber auch schon 3, 4 neue hier auf dem Stand. Ja. Ja, im nächsten Video zeigen wir das hier. Und auch da, die werden auch in Frankfurt gefertigt? Oder? Auch die. Also Lastrada fertigt nur bei Frankfurt in die Deutschland. Die werden also nicht nach Usbekistan? Nein. Das ist wirklich made in Germany. Komplett, ja. Jedes Fahrzeug. Schon. Tim, Seecamper am Bodensee. Genau. Du bist schon wie lange jetzt Camper? Camper bin ich schon eigentlich seit meinem 19. Lebensjahr und beruflich mache ich das seit 2018. Ja. Du bist jetzt quasi seit der Hälfte deines Lebens. Ja. Wenn du 19 plus 19 mal 38, genau, das bist du. Genau. Okay, cool. Damals mit dem T2 noch angefangen mit 38 PS. Das hat sich dann heute auch ein bisschen verändert. Ja. Stimmt. Ja, danke fürs Einschalten. Heute 27. und dir danke ich herzlich. Stell dich mal kurz vor, du bist Schauspielerin? Shenandoah, ja. Ich habe dich gecastet, weil wir nicht nur das große Glück haben, natürlich Leute, die wir interviewen zu haben, sondern ab und zu müssen wir auch ganz alleine in die Fahrzeuge rein. Trotzdem, du hast schon viel Probe gelegen, oder? Ja, war doch schon sehr viel heute. Ist ein schlechtes Bett überhaupt? Nö, ich fand die alle super. Also die Betten waren auf jeden Fall bis jetzt Hammer. Alles. Eindruck jetzt Lastrada, also jetzt gerade eben mit den zwei Betten und verschachtelt und hinten das Bett und so. Das war auch schön, da oben das Verschachtelte, ne? Das ist super. Also das fand ich sehr, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass das für eine Person auch ganz toll ist. Der muss gar nicht runterfahren, der schläft nur hinten, oder? Genau. Ja, also wenn man jetzt alleine unterwegs ist. Oder hat Stauraum hinten nochmal zusätzlich. Ja. Je nachdem, lässt sich ja individuell nutzen. Ja. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technik-Videos versorgt zu werden.